Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Heavy Rain. Wir stellen jetzt den Motor ab. Und ja, es kann weitergehen hier. Mit dieser netten Dame. So. Was auch immer sie hier zu suchen hat. Schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Okay. Kein Problem. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Okay. Danke. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Hoffe ich einfach mal, dass er keinen Zweitschlüssel hat. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Okay. Gehen wir noch höher. Mal sehen. Da ist jemand. Ist er verletzt? Wer? Vielleicht sehe ich mich um. Hä? Wo ist jemand? Ethan? Da ist jemand. Ist er verletzt? Ethan schon wieder da. Okay. Hallo? Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Warte. So. Perfekt. Okay. Welche Nummer war das nochmal? Ah, 207. Haben Sie den Schlüssel? So. Okay. Komm, Ethan. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Das stimmt. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Okay.
brauche ich denn? Ich kann es von dort nicht sehen. Das ist blöd. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ja, das stimmt. Ich desinfiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Okay. Okay. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Mal sehen, was ich noch so finde. Paracomol-Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Okay. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay. Okay, ich helfe Ihnen. Da juckt meine Nase. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Okay. Guck ihn halt zu, ist okay. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Setzen wir uns mal hier hin. Ah, da ist er fertig. Danke fürs Sehr gut. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Natürlich weiß jetzt Madison davon Bescheid. Von unserer kleinen Sache. Ja. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich weiß nicht. Okay. Wir müssen sofort die nächste Aufgabe machen. Gibt kein Wenn und Aber. Warum räumst du wieder alles raus? Ich versteh's nicht. Beziehungsweise, warum fallst du jetzt nur der Zweite? Egal. Are you prepared to suffer to save your son? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Schnapp dir die Jacke und auf geht's.
Auf geht's. Lass mal was trinken. Okay, jetzt wieder mit Norman Jaden. Nicht Nolan. Nolan war ein anderer. Nolan Tucker und so. Vergänger. So, 16:26, 52,68 Millimeter. Sie hätten schießen sollen. Wie? Nein. Da drin. Er hätte schießen können. Mich töten. Warum haben Sie gezögert? Bevor ich so eine Entscheidung treffe, brauche ich alle Informationen. Ich ziehe es vor, mit dem Verstand zu arbeiten. Ach kommen Sie, es ging um den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte vorher tot sein können. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären knallhart. Ein Bulle, den niemand was anhaben kann. Ich habe Sie wohl falsch eingeschätzt. Verpissen Sie sich, Norman. Das ist er. Okay, schnappen wir uns ihn. Miroslav Korda? Ja. Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Ups. Ich geh da mal, ne? Einfach drüber springen, kein Problem. Okay, okay. Ja, du Spinner! Jetzt nicht mehr eine Latten am Zaun. Darf ich mal durch? Danke. Ich muss mal. Hallo. Fuck. Ups. Ja, ich bin da mal weg. Ja, danke. Natürlich lässt er alles fallen. Tschüss. Ich muss mal. Hallo. Ja, nee. Ich, ja, mach ich doch. Pass du doch auf. Was ist los mit dir? Ich nehme die Abkürzung. Ja, komm. Bloß nicht ausrutschen. Bloß nicht ausrutschen. Wer hat schon bitte lebendige Hühner hier drin? Nein. Natürlich. Natürlich. Eine Sorgkälte hier, meine Hände. Nicht warm reden! Du Vollidiot! Was ist denn los mit dir? Aua. Nein. Geh mal weg. Nee. Ja, den hast du dir verdient, du. Willst du eigentlich? Komm her! Kopfnuss. Ah, komm! Befrei dich! Nee! Kannst du schön vergessen! Was du? Sicher? Also, was für Beweise? Er ist halt nur abgehauen. Okay. Nimm ich. Oh.
Ach ja. Müde, was? Okay. Eine Knarre. Was haben wir da drin? Asthma-Spray. Was haben wir hier? Natürlich. Okay. Aufstehen. Sehr gut. Machen wir. Aber wie es weitergeht hier bei Heavy Rain sehen wir dann in der nächsten Folge. Morgen um 14:30 Uhr. Ciao Leute und haut rein.